続くわね。あとこれ差し入れ。Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tokyo School Life hier in der Vorurlaubsreise, keine Ahnung was, Aufnahme, die ich noch machen werde oder gerade noch am machen bin. Und jetzt hier in der dritten Folge, wahrscheinlich die Samstagsfolge, noch ein klein bisschen mehr Gunbutton, also sich anstrengen und dann kann ich euch gut versorgen. Genauso wie wir uns hier anstrengen, Sakura und der Hauptcharakter beim Erstellen des Manga, den Sakura machen möchte, dem Dojinshi, was auch Karin bemerkt, die nämlich gerade sagt, ich bin wieder zu Hause. Mein Gott, ihr seid ja immer noch dabei. Also, nun ja, hier habt ihr was zur Erfrischung. Karin bringt uns einen Kuchen oder eine Torte, was auch immer es wieder sein möge, zurück, als sie, also bringt sie uns vorbei, als sie von ihrer Arbeit zurückkommt. Sakura, Keki heiru? Sakura, möchtest du ein bisschen Kuchen oder Torte? Wenn du es jetzt nicht möchtest, kann ich es auch in den Kühlschrank tun. Kuchen geht in den zweiten Magen, deswegen ist es okay. Betsubara, auch so etwas, wo man sagt von wegen, hey, du hast doch schon ganz viel davon und davon gegessen und schon so viel. Und jetzt willst du noch ein Eis essen? Ach, Eis ist Betsubara. Second Stomach, zweiter Magen. Ich weiß gar nicht, sagt man das im Deutschen auch so, zweiter Magen? Das geht in den zweiten Magen. Ich glaube, das Betsubara habe ich wirklich erst in Japan kennengelernt, so als Begriff. Na ja, gut. Aber ich muss schon sagen, das ist ein ganz schönes Projekt, was ihr da macht. Ich meine, ich weiß nicht viel über Manga, aber das sieht wirklich sehr gut gezeichnet aus. Karin sieht von dem Manuskript doch recht beeindruckt aus. Ja, Lob ist nicht zu sehr. Dass die Anordnung der Einzelbilder und die Entwicklung der Geschichte, die Plotentwicklung und solche Sachen sind alle von hier und von dort ausgeliehen. Oh, so ist das also. Aber das ist doch vollkommen in Ordnung, oder? Wahrscheinlich fängt jeder damit an, dass er erst einmal von anderen kopiert. Das stimmt. Alles braucht so viel Zeit. If it gets to be late, nein. Und wenn es dann bis spät in die Nacht geht, dann wird Aoi wütend. Das ist alles ein bisschen irritierend. Manchmal zerknüllt Sakura einfach eine Seite, die sie nicht mag, und fängt nochmal von vorne an. Das Wow klang wirklich wie ein englisches Wow. Klingt ja wirklich wie ein echter Mangaka, Manga-Artist, wie auch immer. Sakka-Sensei, okay, also ein echter Schöpfer, kreativer Schöpfer. Ja, na, das ist, mache ich ja nicht mit Absicht. Okay, die geraden Randlinien von dem Einzelbild sind auf ein ganz weißes Papier gezeichnet. Darüber hinaus oder auf diese Linien oder innerhalb dessen werden dann eben die Charaktere, Hintergründe hineingezeichnet und dann mit Tinte ausgefüllt. Wenn dann die Blacks Beta und Nuri. Nochmal das Wetter. Die Blacks. Ich glaube schon, dass hier Lücken gemeint ist, oder? Wenn die Lücken ausgefüllt sind und die Rasterfolie draufgelegt ist, dann erscheinen die Seiten allmählich etwas mehr dreidimensional. Ah, so machen die das also. Es wird ohne Zweifel zu einem Manga. Dann, wenn wir den Dialog von einem Rechner aus ausdrucken und sie mit auf die Seiten kleben. Achso, das sollte so ein Lachen sein. So ein kleines oder so. Ist denn irgendetwas komisch?
Ich dachte nur, dass es irgendwie doch recht witzig ist, dass ich gerade Manga zeichne. Auf jeden Fall. Vor nur einem Monat hätte ich niemals davon auch nur geträumt. Lass uns weitermachen. Noch ein kleines bisschen. Jawohl. Es reicht. Aoi erklärt das Ende der heutigen Schicht recht kaltherzig. Aoi-san, um Himmels Willen, bitte lass mich doch nur ein ganz klein bisschen weiterzeichnen. Nein, du hast doch vor, morgen ein bisschen rauszugehen, oder? Deswegen musst du schlafen und dir ein bisschen Energie aufsparen. Ach so? Oh, dann geht die Zeit jetzt schnell rum. Morgen ist der Tag der Comic Pro. Unglücklicherweise, haben wir es nicht geschafft, den Manga zu vollenden. Es ist nur noch eine Seite übrig, aber selbst wenn wir jetzt damit anfangen, ist es unmöglich, dass wir sie vor Beginn des Morgengrauens oder bevor es früh wird, morgen früh wird, fertigstellen können. Oh nein, ich habe zu viel Zeit mit den kleinen Details verbracht, wenn ich doch nur ein bisschen nachgiebiger gewesen wäre. Das ist nichts, was wir jetzt noch ändern können, Sakura. Von Anfang an haben wir uns ja kein wirklich strenges Ziel gesetzt. Wenn wir von der Comic Pro zurückkommen, komisch, ist doch gar nicht so schwer zu sagen, dann lass es uns sofort vollenden. Ja. Nun dann, kommen wir mal auf andere Gedanken und bereiten uns auf morgen vor. Wenn wir zur Comipo gehen, dann wäre es eine Verschwendung, wenn wir es nicht, ja, in vollsten Zügen genießen. Ja. Ja. Ja, du hast recht. Lass es uns genauso machen. Nachdem ich das gesagt habe, füllt sich mein Kopf mit Plänen, was wir morgen alles machen. Ich werde den ganzen Tag zusammen mit Sakura verbringen. Und zusätzlich wird der Tag noch über unser gemeinsames Interesse sich drehen, Samurai Maiden. Ich schätze mal, zu irgendeinem Zeitpunkt wird die Stimmung genau die richtige sein. Morgen werde ich definitiv meine Gefühle Sakura mitteilen. Na, mal sehen, ob er das wirklich macht und wie er es macht. Comic Promenade, oder abgekürzt als Comic Pro, ist Japans größtes Doujinshi-Ankauf- und Verkauf-Event. Es findet statt an einem Eventort an der städtischen Küstenregion von Tokio. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal in einer der Folgen gesagt, dass die echte Comic-Con in Odaiba beim Tokyo Big Sight stattfindet, jedes Jahr zweimal. Die Sommer Comic Pro wird für 3 Tage hintereinander abgehalten. Samurai Maiden fällt in das Shonen-Manga-Genre, welches für den zweiten Tag angesetzt ist. Nur für diejenigen, die es nicht wissen, Shonen meint eben also jugendliche Männer vor allen Dingen, also Manga, die auf jugendliche Kerle ausgerichtet sind, jetzt nicht unbedingt auf Mädchen und Frauen, also im Alter von, keine Ahnung, was, 12 bis 19 oder so, und das ist so ungefähr die Zielgruppe, wenn man es in etwa festmachen möchte. Es gibt 4 Arten von Teilnehmern bei der Comipo. Ippan Sankasha, General, also wahrscheinlich die ganz normalen Besucher. Circle Sankasha, Circles, also das sind dann im Regelfall, ich weiß nicht, ob er es im Nachhinein noch erklärt, aber das sind im Regelfall dann zum Beispiel Doujinshi-Gruppen, die eben auch durchaus ihre eigenen Serien zum Teil haben, Original-Mangas auch, die sie machen, oder eben sehr bekannte Circle-Gruppen, die ja eben auch berühmte und bekannte Werke in gemeinschaftlicher Arbeit
ja, zweitverwerten, wenn man so möchte. Kigyo Industry, also die tatsächlichen großen, wie kann man sagen, nicht Fan-Sachen wie Sakels sind, sondern die auf Gewinn ausgerichteten, die ökonomischen, wirtschaftlichen Unternehmen und Staff, also logischerweise natürlich die Mitarbeiter von dem Event. Diese vier Typen gibt es. Ja, Industrie, genauso wie es der Name sagt, ist für jene Unternehmen, die offizielle Sachen für Anime und Spiele verkaufen. Staff sind die, ach, das sind Volontäre, interessant. Werden die also nicht bezahlt dann? Bei so einem riesen Event? Das wäre schon ganz schön krass. Also wenn das wirklich auch bei der echten Comic-Con so ist. Die Mitarbeiter sind freiwillige Mitarbeiter, die ja helfen, dieses ganze Event über die Bühne zu bringen. Circle sind diejenigen Teilnehmer, die die Doujinshi verkaufen, und General sind eben die Teilnehmer oder Besucher, die einfach kommen, um genau diese Doujinshi zu kaufen. Aber das Besondere an der Comic Pro ist, dass die generellen, also die normalen Besucher, nicht einfach nur Besucher sind oder Gäste sind. Die generellen Besucher sind are still each valued participant who aim to act with restraint and pride. Was soll das denn heißen? Die generellen Besucher sind immer noch jeder einzelne für sich sehr wertgeschätzte Teilnehmer bei der Comic Pro, welche darauf achten, mit Stolz und Zurückhaltung zu agieren. Hä? Setsudo tohokuri o motte kodo surukoto o motomerarete iru. Ach, von denen. Aber das Motomelarete-Iru ist ja eher passiv. Würde es dann nicht heißen, dass von ihnen erwartet wird, dass sie auch mit Stolz und gleichzeitig Zurückhaltung das Event besuchen? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ah, okay. Sakura hat mir gesagt, dass das der Hauptgrund dafür sei, dass dieses Event mit Hunderttausenden von Teilnehmern und Besuchern schon seit Jahrzehnten und Jahrzehnten weiterhin, ja, so als Event weiter fortbesteht, ohne dass es jemals bankrott gegangen wäre. Okay. Die schon über Jahre lang, über viele Jahre hinweg zu Veteranen gewordenen generellen Besucher von der Comic Pro besteigen den ersten Zug als allererstes am frühen Morgen und machen sich auf den Weg zur Küste von Tokio. Und dadurch entsteht eine sehr lange, lange Nagai, Nagai, Nyujo, Gyo, Letsu, Tsukudo. Also eine lange Menschenlinie. Eine Schlange wird durch sie ausgelöst. Es heißt, es dauert mindestens 2 Stunden für alle Teilnehmer hineinzukommen, nachdem die Hallen um 10 Uhr morgens öffnen. Es scheint, dass die Leute sich so früh am Morgen anstellen, dass wenn sie es nicht tun würden, dass sie nicht in der Lage wären, die Bücher von ihren favorisierten Circles zu kaufen oder jene Merchandise-Waren, die sie aus der Industrie-Area kaufen wollen. Da Sakura, naja, nicht gerade sehr stark ist oder körperlich etwas geschwächt ist, und da wir dies, dass dies und da dies unsere erste Teilnahme bei der Comic Pro ist, haben wir uns entschlossen, erst am Nachmittag hinzugehen. Das hier ist die echte Comic Pro. Tja, und an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Mich wundert's, dass Sakura, na gut, zum einen vielleicht, weil sie gewusst hatte und Menschenaufläufe nicht so mag, dass sie noch nie hierher ist, aber angesichts dessen, dass sie doch ein ziemlicher Otaku ist, erstaunlich, dass sie nicht hingegangen ist. Wobei ich auch zweimal nicht zur Comic-Con gegangen bin, während ich in Japan war, was ich vielleicht auch ein kleines bisschen bereue, weiß ich nicht so genau. Aber irgendwann werde ich es, denke ich mal, auch mal besuchen. Die Anime Expo, nee, nicht Anime Expo, Anime Japan, die allererste hatte ich ja leider verpasst gehabt, weil das dann der Tag war, wo meine Eltern nach Japan zu Besuch kamen und ich auch ein bisschen zu spät dran war und mit den Tickets nicht so wirklich Bescheid wusste. Aber naja, es läuft ja noch nicht weg. Ich lebe ja hoffentlich noch ein paar Jährchen, dann werde ich das auch irgendwann mal nachholen. Aber wie genau unsere Erfahrung hier bei der Comic Pro
bei der verkappten Comic Cat jetzt ist mit Sakura zusammen. Das erfahren wir dann also in der nächsten Folge, wie gesagt. Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.